Herzlich willkommen zurück bei Prison Architect. Und wenn ihr immer noch so viel Spaß an Prison Architect habt, dann macht ihr das Däumchen nach oben. Und dann ist alles richtig gut. So, ich bin am Überlegen, wo wir hier die Wände einreißen. Ich glaube, wir machen das irgendwie hier. Dass wir da einen Durchgang haben. Aber die Wände hier ja zumachen. Damit das hier als Durchgang gilt. So, der Bereich hier ist nämlich jetzt allerhöchste Sicherheitsstufe. Kommen nur die richtig harten Boys rein. Bevor wir alle Zellen hier einrichten, können wir erstmal die machen. So. Haben wir mal so ganz nebenbei hier die Kameras eingebaut. Hier geht der Strom nicht ganz hin. Geht natürlich gar nicht. Verlegen wir gleich mal den Strom. So, die Klos bringen sie auch hier hin. Zwei sind die alle groß, die sind nur nicht umschlossen und haben auch noch keine Betten hier. Die haben schon. Das hier wird die neue Küche. Das hier wird eine Kantine. Und natürlich ein Serviertisch hin. Und hier eine Spüle oder zwei. Und Herde. Und Kühlschränke. So, die kommen dahin. Hier brauchen wir nur Tische und Bänke. Dann ist hier alles gut. Go, go, go! Da kommt noch die Kamera. So, dann ist hier jetzt alles, wird alles zugemacht. Wir verbinden jetzt erstmal nochmal hier oben das Ding. Haben. Der hat sich hier auf jeden Fall schon mal eingelebt. Der gute Mann. Für die krassen Zellen. Rufzeit. So, hier höchste Stufe, die haben keine Arbeit. Die haben dann erstmal nichts in der Zeit. Die haben auch andere Essenszeiten, andere Rufzeiten, andere Freizeiten. Die gehen hier morgens schön auf den Hof. Da machen sie nichts. Zum Schlafen gehen haben sie noch mal hier. Dann kommen sie noch ein.
also wieder nichts. Sind sie auf dem Hof hier? An der frischen Luft? Nein. Passiert nichts. Essen tun sie hier. Auch nichts. Bisschen Freizeit, hier ein bisschen Freizeit. So dass sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Die tun erstmal nichts. Die haben alle auch richtig viel Geld. So, was brauchen die noch? Eine Dusche haben die, einen Hof haben die. Jetzt ist Essen und Freizeit, während die nichts haben. Also möchte ich eine Wache hier haben. Zwei Wachen sogar. Das nehmen wir weg. Aber hier geht auch nochmal eine Patrouille lang. Und eine bewaffnete Patrouille, die wir noch einstellen müssen. Können wir noch eine bewaffnete Patrouille einstellen? Super. Geht so natürlich nicht. Was brauchen die denn noch hier? Früher konnte man ja noch so eine Todeszelle machen, ne? Außerdem wurde noch gesagt, meine Gefangenen brauchen mal einen Laden. Das finden die angeblich toll. Ist die Frage natürlich, wo wir so einen Laden hinbauen können, ne? Ohne dass der großartig stört. Ein Laden, ein Laden. Bauen wir da mal hin. Strom läuft da eh durch. So, das hat funktioniert, das ist alles wieder super laut. Weiß nicht, wie groß so ein Laden sein muss. Ladenregal. Angrenzen an Raum. Gucken wir mal. Warum ist hier bei denen so eine Aufruhr? Gibt's ja sonst nicht. Ja, ich hab ganz vergessen, hier draußen noch Telefonzellen aufzustellen. Wir haben immer noch mit Frauen zu tun. Die sind jetzt in Einzelhaft. Warum eigentlich?
So, die haben Aufruhr gemacht. Warum haben wir hier denn kein Personal? So, jetzt mal ein paar Köche. Warum geht der Koch denn auch noch dahin? Müssen die nicht auch hier mal arbeiten, in der Küche? Reichen zwei Leute nicht. Da ist einer jetzt. Achso, jetzt geht's los hier. Bacon und Kartoffeln sind jetzt da. Dann wird hier bestimmt jetzt auch gleich nochmal was gemacht. So, Laden. Tisch und ein Ladenregal noch. Und wahrscheinlich eine Ladenfront. Achso, da muss das hin. Da wurde Gift gefunden. So, dann ist hier noch die Ladenfront. Können da auch Leute arbeiten oder was? Was für eine Qualifikation brauchen die denn? Weiß keiner so genau. Hauptsache, es gibt einen Laden. Ah, die essen jetzt Bacon. Lecker Fleisch. Hygiene. Nichts. Wenn sie nichts tun, müssen sie einfach nur in ihrer Zelle sein. Ich könnte natürlich hier, dadurch, dass es nicht so viele gibt, die Duschen wegnehmen. Ach, hier warten nicht Duschen, weil ihr in Einzelhaft wart, ne? Könnte ich die Zellen wegnehmen und dann würde da mal Ruhe sein. Wo möchte er denn hin? Er darf doch nirgendwo hin. So, er geht jetzt duschen. Jetzt möchte er seine Familie treffen. Oder möchte sie? Das sind ja alles Frauen hier. Dürfte im Prinzip ja gar nicht hier rumlaufen. In den anderen Dingern. Aber ich habe doch die Dusche extra für die gemacht. Aber es reicht schon mal nicht. Qualifizierte Häftlinge. So viele Jobs gibt's hier. Guck mal, so viele Jobs. Steve Jobs.
ob das jetzt so eine coole Idee war, wie ich das hier gemacht habe mit denen, weil ich habe ja nur die. Bandenmitglied. Bandenmitglied. Potenzieller Informant. War nur potenziell. Wir lassen die mal weiter. Lassen die mal weiter hier draußen. Die Banden gehen auf jeden Fall mittlerweile steil. Was es bedarf, um im Laden zu arbeiten, weiß ich nicht. In der Bibliothek will ja auch keiner arbeiten. Wirklich hier rein ist es ja. Gib jetzt nur den Postraum. Als letztes. Als letzte Instanz. Da wird gekocht, hier unten wird auch gekocht. Ach ne, die sind schon fertig mit dem Kochen. Die zwei. Interessant. Na gut, Leute, wenn euch das immer noch gefällt und ihr könnt ja mal sagen, Mensch, Guru, so kann es ja noch enden hier im Frauenknast, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare und lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!